Nachdem die Euphorie über den Sieg von Donald Trump in Extremwerte geklettert war, sehen wir jetzt erste Risse. Und das gilt vor allem für die Gewinneraktien diesen Jahres. MicroStrategy, Nvidia, wie sie alle heißen, Palantir. Und das gilt auf der anderen Seite auch für Bitcoin, respektive die Kryptos. Da gibt es erste Rücksätze. Und das, obwohl die Nachrichtenlage bullisch ist. Amazon-Aktionäre fordern Amazon auf, doch gefälligst Bitcoin zu kaufen. Michael Saylor von MicroStrategy kauft Bitcoin, erhöht seine Bitcoin-Bestände etc. Hat alles nicht gereicht, oder? Um den Kurs von Bitcoin nach oben zu bringen, um die Aktienmärkte weiter nach oben zu bringen. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen, die wirklich interessant ist, denn wir haben eine Euphorie, die absolut am Anschlag ist, und wir haben auf der anderen Seite ein Zeichen, dass da jetzt eine Abkühlung bevorsteht, dass die Risse sich ausweiten könnten. Aber gucken wir erstmal auf das Geschehen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie hier versuche zu überzeugen. Wollen wir doch mal gucken, was da zu sehen ist. Jetzt hier sehen wir hier erstmal oben, wenn Sie da Ihren gnädigen Blick richten wollen, bitte auf diesen Chart da oben, dann sehen wir hier den ES, also den Future auf den S&P 500, und mit dieser Cloud versehen. Und da, wo diese Hand ist, sehen wir, dass der Markt das erste Mal seit längerer Zeit diese Cloud durchstoßen hat, also von oben kommend unter diese Cloud gefallen ist. Das zeigt, dass da ein Momentumwechsel praktisch stattfindet. Wir sehen hier unten die Performance der Indizes. Gestern alles sicherlich nicht dramatische Verluste, dramatisch, aber der Anstieg angesichts dieser geringen Verluste des VIX, also des Volatilitätsbarometers, gut 11% gestiegen. Und wenn Sie rechts unten diesen Chart mal sich anschauen, dann sehen Sie, dass der VIX ja nochmal diese rote Kerze nach unten gemacht hat, dann diese weiße Kerze, diese bullische Kerze, die deutlich über den Körper dieser schwarzen oder roten Kerze geht. Also das alles mit einer positiven Divergenz. Diese blaue Linie zeigte das an, und das könnte bedeuten, dass da noch ein bisschen was kommen könnte. Wir haben gestern gesehen, dass alle 26 Aktien im Russell 1000, das ist ein sehr breit gefasster Index, die über 100% zugelegt haben in diesem Jahr, das ist ja auch mal eine Aussage, die sind gestern negativ gewesen, allesamt, und durchschnittlich negativ um 5%. Da finden wir solche Aktien wie MicroStrategy, wie Carvana, wie Palantir, aber natürlich auch wie Nvidia. Also die Gewinner diesen Jahres waren gestern die Verlierer nach den Aktionen, nach dieser sicherlich nicht zufällig erfolgten Untersuchung Chinas wegen Monopolvergehen gegen Nvidia. Das ist ein klares Zeichen an die Amerikaner. Hey guys, wir wissen, wo wir euch auch ein bisschen an den Eiern packen können. Das ist die Message aus Peking an Washington, an Donald Trump. Sieh her, wir haben auch ein bisschen was im Kasten, was wir dir vor die Füße werfen können, nachdem schon Germanium und Gallium ja die Exporte verboten wurden. Und das bedeutet für die amerikanische Kriegsindustrie ein echtes Problem. Ich habe mir gestern ein Interview mit einem Militärexperten angeschaut, der gesagt hat, ja, das ist ein echtes Thema für uns jetzt. Wird in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen. Dann sehen wir ja, dass die Euphorie, wenn wir jetzt wieder zurück zu den Aktienmärkten kommen, sehr groß war. Wir haben die größten Inflows in die Aktienmärkte im November gesehen seit der Dotcom-Blase. Und Alf, der Experte aus Italien, aber jemand, der wirklich einen sehr guten Ruf an den Finanzmärkten hat, sehr bekannt ist auch, der sagt, das ist jetzt der zweite Retail-Investor, der zweite Privatkunde in 2 Tagen, der mir sagt, also ich erwarte, dass mein Portfolio jedes Jahr 20% nach oben geht, und Diversifizierung, das sei doch unnötig, das mache doch gar keinen Sinn, brauche man nicht. Und dann schreibt Alf, you know what that means and I know what that means, nämlich, dass die Euphorie riesig ist, dass keiner mit irgendwelchen Rückschlägen rechnet. Das wird sichtbar etwa auch hier. Retail has never been this bullish on the stock market before, lautet Deutsche Bank. Bums, wie das also hier nach oben gegangen ist. Expectations für die nächsten 6 und für die nächsten 12 Monate all time high. Gleichzeitig sehen wir, dass wir jetzt das optimistischste Sentiment haben in Richtung Wirtschaft in den sozialen Medien seit Juli 2019, also auch mindestens seit die Corona. Wenn wir unten mal gucken, den US Surprise Index, also praktisch die Abweichung von der Erwartung in Sachen US-Konjunkturdaten, dann sehen wir, das ist nicht aufwärts gerichtet, sondern leicht abwärts gerichtet. Also die Realwirtschaft
ist nicht so gut wie die Stimmung in den USA. Das hatte ich gestern schon gezeigt bei der Umfrage der New York Fed, wo die befragten Amerikaner gesagt haben, also meine Lage ist jetzt viel besser geworden, obwohl ja faktisch ihre Lage wahrscheinlich nicht besser geworden ist, sondern ihre Stimmung besser geworden ist, vor allem wenn sie es mit den Republikanern, mit Trump halten, aber nicht ihre tatsächliche Lage. Dennoch vor kurzem, vor der Wahl, wurde auf eben diese Frage ganz anders geantwortet. Also da ist irgendwas im Kopf passiert, da ist die Euphoriemaschine angesprungen. Dementsprechend hat keiner Bedürfnis nach Absicherung. Wir sehen hier mal das Put-Call-Rate. Show geglättet mit einem 10er Moving Average, um das ein bisschen, um die Sprünge so ein bisschen raus zu retuschieren, kann man sagen, und den Trend hier zu zeigen. Da sehen wir, da sind wir auf Niveaus, die dann meistens zu Korrekturen geführt haben. Klar, es ist niemand abgesichert, alle sind in Calls, alle sind gehebelt in ETFs, kann nichts schief gehen. Wir sehen jetzt als neuestes Euphorie-Anzeichen Oppenheimer jetzt mit dem höchsten Kursziel 2025 für den S&P 500 mit 7.100 Punkten. Bisher gab es einige, die bei 7.000 waren. Die geringste Schätzung stammt von der UBS, oder die niedrigste Schätzung, 6.400, wären ja auch immerhin noch um und bei 5% nach oben. Also es gibt keine einzige Großbank, die auch nur irgendwie mit rückläufigen Kursen in 2025 rechnet. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass der US-Aktienmarkt 61 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Dementsprechend ist das die Achillesferse. Das ist das, was die Amerikaner reich macht. Viele haben diese 401-Pläne, also praktisch einen Aktiensparplan. Aktien in den USA natürlich viel wichtiger, und wenn das schön steigt, dann sind die Leute reicher. Auf dem Papier ist ihr Depot schön angeschwollen, dann sagen sie sich, ja, ich kann mir ja leisten, dass ich schön einkaufen gehe, dass ich konsumiere, gar keine Frage. Wir sehen, dass bis auf das Jahr 2017 die US-Börsen immer besser gelaufen sind seit der Finanzkrise. Und das wird auf jeden Fall unter Trump so weitergehen. Oder jetzt gucken wir uns mal an, wir haben ja schon über 50 Allzeithochs beim S&P 500, also neue Rekordstände in diesem Jahr, und das Ganze hatten wir ja öfter durchaus schon mal seit 1928, und zwar insgesamt, wenn ich das richtig zähle, 2, 4, 6, 7, 9 Mal, 9 Mal, nee, 7 Mal, ja genau, 7 Mal, davon 2 positiv, 5 negativ, median sind die Märkte dann um 6,2% gefallen, durchschnittlich um 3%. Also nicht gesagt, dass es dann im nächsten Jahr noch weiter nach oben geht, nachdem die Märkte ja schon extrem überkauft sind, nachdem der Buffett-Indicator, also praktisch Marktkapitalisierung in Relation zum BIP der US-Märkte, auf einem neuen Allzeithoch ist von 209%. Und apropos Buffett, hier aus dem Social Media, gestern, wir haben ja wieder gesehen, dass Apple jetzt in 9 der letzten 11 Tage gestiegen ist. Buffett must be kicking himself, weil der ja seine Apple-Positionen deutlich abgebaut hat. Aber vielleicht ist Warren Buffett gar nicht schlecht beraten gewesen, das zu tun. Klar, Timing ist immer so eine Sache, aber oft sind diese großen Jungs ein bisschen früh dran, erkennen aber, riechen aber, was kommen wird. Und ich glaube, der gute Mann hat einen guten Geruchssinn, weswegen er sich immer mehr verabschiedet. Er war auch sehr stark überpositioniert in Apple, die Hälfte seines Portfolios in einer Aktie. Guy. Das ist schon schwierig. Hier sehen wir, wie abhängig Apple von China ist. Gut ein Drittel etwa des gesamten Umsatzes. Wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Produktion findet in China statt. Wenn es da Stress gibt in Sachen Handelskrieg, dann ist Apple mit Abstand am verwundbarsten aller großen Tech-Unternehmen. Und verwundbar hat sich gestern auch Oracle gezeigt. Die Aktie nachbörslich über 7% gefallen. Man wird gespannt sein, was der Nasdaq heute darauf erwidert. Oracle hat oft mit den Zahlen, mit der KI-Euphorie, eben diese KI-Euphorie, und damit den Nasdaq nach oben gebracht. Wird Oracle heute das Ganze nach unten bringen. Hier sehen wir nochmal die Saisonalität beim S&P 500. Und normal ist so, dass wir saisonal eine eher ungünstigere Phase haben bis 15. 16. Dezember, also diese Woche, könnte man, wenn man das jetzt einmal frei übersetzt, könnte man sagen, das ist noch diese Woche. Ne? Also da ist vielleicht für die Bullen das Leben noch ein bisschen gefährlicher, und gefährlicher könnte auch MicroStrategy werden, die Schneeballsystem-Aktie von Michael Saylor mithilfe von Bitcoin. Hier sehen wir, dass das Momentum negativer wird. Jetzt hat die Aktie gestern den 21-Tages-Durchschnitt
getestet. Sieht irgendwie nicht mehr so hübsch aus jetzt. Sieht gefährlich aus, wenn das Ganze hier eben nach unten durchbricht. Michael Saylor hatte ja gesagt, verkauft euer Gold, kauft alle Bitcoin, damit ich noch reicher werde. Gell, denn ich habe schön teuer zugekauft in meinem Schneeballsystem. Nochmal, ich halte Bitcoin nicht für ein Schneeballsystem, aber Michael Saylors MicroStrategy betreibt mit Bitcoin ein Schneeballsystem, um das nochmal klarzustellen, bevor die Bitcoinisten das wieder schimpfen. Hat er gesagt, Bitcoin ist ein Schneeball? Hat er das gesagt? Oder so? Okay, also schnell auf einen Scheiterhaufen mit dem Geld. Er ist ein Ungläubiger, da muss jetzt einmal die Inquisition über ihn richten, nicht wahr? Und hier sehen wir, dass der gute Michael Saylor eben vor allem jetzt zuletzt wahnsinnig stark zugekauft hat. Er selbst und BlackRock insgesamt haben jetzt 1 Million Bitcoin. Es sind ja ungefähr 20 Millionen gemeint. Nur noch 1 Million ist überhaupt meinbar von Bitcoin. Also haben die mit 1 Million praktisch einmal 5% nur 2 Herrschaften. Nicht schlecht. Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, morgen kommen ja die Inflationsdaten. Die könnten die Aussicht auf eine Zinssenkung im Dezember nochmal umschmeißen. Ja oder nein? Die Märkte sagen eher derzeit nein, 86% Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen senkt, aber morgen diese Inflationsdaten werden deswegen sehr wichtig. Wir sehen, der Dollar hatte jetzt eine Korrektur, wir sehen TNX, also die Rendite der 10-jährigen Anleihe hatte eine Korrektur, S&P 500 weiter gestiegen. Hier sehen wir mal den Dollar, auf der rechten Seite sehen wir diese Wedge, das ist normalerweise so ein Ausbruchmuster. Du hast diesen steilen Anstieg, dann konsolidiert das so ein bisschen nach unten wieder und dann plumps kommt meistens und gerne der nächste Move nach oben. Wir sehen hier starke Ähnlichkeiten im Dollarindex zwischen 2016, als der Trump ja gewählt wurde, und heutzutage. Damals gab es praktisch an denselben Tagen mehr oder weniger dann diesen Rücksetzer nach dem Anstieg im Dollar. Dann kam noch mal was nach oben, bevor es dann richtig nach unten ging. Mal sehen, ob es diesmal auch so ist. Wird aber dafür sprechen, dass die Inflationsdaten morgen nicht kalt ausfallen, also nicht niedriger ausfallen. Kalt ist das, was Luigi Mangione gemacht hat, der ja offenkundig so die Polizei, die praktisch eine Waffe gefunden hat bei ihm, einen Schalldämpfer gefunden hat, all das, was hier verwendet wurde bei dem Mord an dem CEO von United Health. Also hier offenkundig der Täter jetzt gefasst. Er hat dann zum Beispiel Sachen auf Social Media geschrieben. Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, aber es musste getan werden, offenkundig in seiner Verwandtschaft. Leute, die Ansprüche gestellt haben an die Versicherung, die von United Health abgelehnt wurden, so zumindest jetzt der Stand der Dinge. Alles noch ein bisschen früh, aber wenn wir jetzt ins Geopolitische reinrutschen, sehen wir, dass Israel jetzt über 300 Ziele angegriffen hat in den letzten 24 Stunden in Syrien. Und die wollen jetzt sozusagen Fakten schaffen, indem sie diese verwaisten Waffen jetzt komplett zerstört haben, die Syrien hatte. Die gesamte Luftwaffe im Prinzip, Helikopter, Anti-Aircraft-Systems, und böse Zungen sagen, die arabischen Staaten unter Führung von Katar, die sich ja in Doha am 7. Dezember offenkundig verabredet haben, hey, Syrien kann weg, oder Assad kann weg, genauer gesagt, die versprechen sich jetzt Vorteile, weil sie dann praktisch Gas direkt nach Europa liefern könnten, wenn es durch Syrien geht. Das war mit Assad nicht drin, mit dem war man weitgehend über Kreuz. Der Iran hat das unterstützt, aber viele Länder wie Katar sind jetzt nicht so Iran-affin. Dann sehen wir nochmal China, meine Damen und Herren. Hier wieder schwache Daten. Exporte zwar gestiegen zum Vorjahresmonat, aber die Importe deutlich schwächer. Da hatte man einen leichten Anstieg erwartet. Wir sehen, dass die Hoffnung auf Stimulus ja da war. Wir sehen, dass die Renditen für chinesische Staatsanleihen weiter deutlich unter Druck sind, deutlich unter 2% jetzt. Und Taiwan ist ein bisschen besorgt jetzt, weil China wieder die Insel mit wahnsinnig vielen Schiffen eingekreist hat. Auslöser ist der Staatsbesuch des taiwanesischen Präsidenten in den USA. Das finden wir jetzt nicht so geil in Peking. Also hier auch wieder Spannungen, passt so ein bisschen zum Handelskrieg. Auf der anderen Seite hat sich offenkundig China bereit erklärt, keine Drohnen mehr an Russland zu liefern, die im Russlandkrieg verwendet werden können. So oder so, wir sehen hier diese Rallye im
Hang Seng aufgrund dieser Stimulus-Meldung, aber wir sehen, dass das muss erst noch offiziell auch bestätigt werden, aber wir sehen, dass diese Rallye doch ein bisschen fadet und wir sehen in Deutschland, wenn wir hier den Rundumschlag damit abschließen, dass Continental sich jetzt von der Autozulieferersparte trennt. Gestern eine Diskussion gehabt mit einigen Herrschaften über die Frage, ist die deutsche Autoindustrie noch zu retten, und die meisten haben gesagt, nein, sehen sie keine Perspektive mehr eigentlich. Harte Aussagen, aber die Autozulieferer gehen jetzt pleite, wenn jetzt die Entlassungswelle kommt, wenn die Kürzungen kommen, die Einsparungen kommen bei den großen Konzernen, dann wird es da ein massives Sterben geben. Irgendein Autoexperte hat gesagt, Baden-Württemberg, dass er so ein Autozulieferer Eldorado ist, das könnte riesige Probleme bekommen. Tut mir leid für die Schwabe und für die Badenser. Jedenfalls sehen wir diese kleinen Rückschläge. Die Krypto-Rally bröckelt bei Bitcoin und kleineren Tokens. Die fallen, Enthebelung am Kryptomarkt und in Sachen Krypto, meine Damen und Herren. Sie wissen, ich bin ja ausgemachter Bitcoinista, ein Anhänger aller Kryptos. Gell? Da kann ja kommen, was will, Altcoins, gell? Ich kaufe alles, nicht wahr? Und darüber will ich sprechen mit Markus Miller, einem echten Experten in diesem Bereich. Das Ganze am Donnerstag, 12.12., 19 Uhr wird das ausgestrahlt. Dazu müssen Sie sich einfach nur anmelden, kostenfrei anmelden, E-Mail-Adresse reicht. Und dann bekommen Sie vorher den Link zugesendet, wo Sie das Ganze dann ab Donnerstag, 19 Uhr gucken können. Markus Miller ist bekannt aus den Medien, aus der Presse. Gilt als ausgewiesener Experte, da bin ich schon sehr gespannt, wie wir uns da auseinandersetzen, wie die Dinge da stehen. Ich bin lernwillig, lernfähig, ich bin offen. Ich hoffe, dass das alles vor allem für die Bitcoinistas vielleicht interessant ist, aber auch für Sie interessant ist. Ich packe den Link zu dieser Anmeldung mal unter das Video, vielleicht bei YouTube dann auch als angepinnter Kommentar ganz oben. Also würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Ich kann mich da ganz schön blamieren oder vielleicht auch nicht. Donnerstag 19 Uhr, aber Sie müssen sich anmelden. Den Link packe ich, wie gesagt, unten drunter und empfehle eben auch noch mal ganz kurz hier diesen Artikel: Bitcoin und kleinere Token fallen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.